Nächster Redner ist der Kollege Paul Schäfer für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, wenn zwei junge Menschen in Uniform zu Tode kommen, getötet werden oder es einen Eingriff in Grundrechte gibt, Stichwort Briefgeheimnis, dann kann man nicht zur Tagesordnung einfach übergehen. Dann können wir nicht Business as usual machen, was hoffentlich auch niemand tut. Aber das gilt auch, das heißt, wir müssen darauf bestehen, dass akribisch und lückenlos aufgeklärt wird. Das ist Punkt 1. Aber dieser andere Umgang gilt auch in der Zeit davor. Man muss auch in der Zeit davor ein anderes Kommunikationsmanagement haben, Herr Minister. Und der routinierte Hinweis darauf, alle diesen Fällen ist doch klar, die Feldjäger ermitteln, wir haben den Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben, was noch, das ist in dieser Situation einfach ungenügend. Wir haben heute im Ausschuss ausführliche Unterrichtung erhalten, ein bisschen spät. Und erst nachdem es dieses öffentliche Echo gegeben hat. Und das sollten wir bitte schön, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht vergessen, nachdem der Wehrbeauftragte die Sache auf die Agenda gebracht hat. Das ist doch der Punkt, der zu denken geben muss. Dass wir uns damit zu beschäftigen hat, mit dem Wehrbeauftragten zu tun, und wenn er jetzt deshalb auch attackiert wird, zwischen den Zeilen zumindest, dann finde ich, sollten die Alarmglocken läuten. Der Wehrbeauftragte, und das hat sich in dieser Situation gezeigt, ist ein wichtiger Ansprechpartner für die Soldatinnen und Soldaten, er ist ein Vertrauensmann und er ist eine Warneinrichtung für das Parlament. Und wir sollten ihn stärken und nicht schwächen und attackieren, nur weil er schlimme Botschaften überbringt. Punkt 1. Punkt 2. Der Minister hat im Ausschuss Informationspannen eingeräumt, hat sie bedauert, hat Abhilfe versprochen. Wobei das letzte Wort kann meines Erachtens nicht sein, dass man sagt, das war eine unvollständige, nicht genaue Information. Ich bin in die Ausschusssitzung am 19. Januar immer noch mit der Vorstellung gegangen, möglicherweise handele es sich um eine Selbsttötung der Soldaten in Pohlenkombri im Dezember. Und nicht nur ich, sondern auch CDU-Kollegen, sie haben das auch öffentlich zugegeben und so gesagt, dann muss doch was schiefgelaufen sein. Dann muss doch was schiefgelaufen sein, wenn also hier an der Stelle man das Parlament unterrichtet, ein Soldat ist tot aufgefunden worden und man feststellt, es gab Fremdeinwirkung. Und Ihr Hinweis, Herr Minister, Sie hätten es ja der Presse gegenüber angedeutet, das kann auch so nicht stehen bleiben. Sie haben Unterrichtungspflicht, wir haben zwar vielleicht gute Verbindungen zu Verlagshäusern, aber Sie haben Unterrichtungspflicht dem Parlament gegenüber. Das ist doch der Punkt. Was die Gosch Fock anbetrifft, das finde ich ist am meisten besorgniserregend, weil nicht, es scheint bestätigt zu sein, dass dem Todesfall vorausging, dass wir es mit einer übermüdeten, überlasteten Crew hatten, zu tun hatten, der Offiziersanwärter, die unter diesen Bedingungen aber dennoch noch mal stark gedrängt wurden, 7-mal aufzuändern, in die Takelage zu steigen und dass möglicherweise in diesem Zusammenhang dieser Todesunfall zu sehen. Und das muss doch auch, kann doch auch nicht einfach routiniert abgearbeitet werden, Staatsanwaltschaft ermittelt. Und das, was danach passiert ist in der Belegschaft, ist eben nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, auch nicht des Havariebeauftragten, sondern da muss es eine eigenständige Untersuchung geben. Und da ist einfach die Frage, wenn der Inspekteur der Marine am 15. Dezember im Verteidigungsausschuss sagt, es gab eine emotional belastete Situation nach dem Tod der Soldatin, aber keine Konflikte. Aber hallo, findet dann, muss doch auch klar sein, dass das nicht der Umgang damit ist. Und ich frage mich schon, was also die Marine, da geht es gar nicht, die Marine in Haftung zu nehmen, sondern was die politische Führung, die Führung der Marine getan hat, wenn also sozusagen diese Vorkommnisse klar waren, aber erst durch den Wehrbeauftragten, das Gespräch mit dem Wehrbeauftragten, Marineführung am 17. Januar, man also hellhörig geworden ist, neue Untersuchungen eingeleitet hat. Da ist doch auch was schief gelaufen. Das verweist doch darauf, dass man da die Sensibilität nicht hat. Und das ist sozusagen auch die Führungsaufgabe eines Ministers,
dort zu sagen, diesen Dingen müssen wir beikommen. Nun haben Sie ja gesagt, wir wollen sich das alles vorlegen lassen, diese ganzen Verstöße gegen die innere Führung, gegen die Leitbildsoldaten in Uniform, die Rituale etc. Das ist genau der Punkt. Da geht es nicht um Schuldzuweisung oder Generalverdacht gegenüber den Streitkräften. Aber wir müssen diesen Punkt ins Auge fassen. Welche Veränderung ereignet sich gegenwärtig in den Streitkräften unter dem Vorzeichen einer Armee im Einsatz? Was hat der Umbau der Bundeswehr zu der Interventionsarmee möglicherweise mit Belastungssituationen zu tun, Anspannungssituationen, damit, dass also man den Chorgeist besonders hart fördern will, Stichwort also auch Waffenspiele, Rituale etc. Das muss unser Thema sein in den nächsten Wochen und Monaten. Und da sollten wir nicht routiniert zur Tagesordnung übergehen. Das muss untersucht werden. Und das muss unsere Sorge sein, als Bundestag sich dieser Frage zu stellen. Und unsere Konsequenz an der Stelle ist eindeutig. Wenn man also die Bundeswehr zu einer solchen Interventionsarmee umbaut, muss man leider mit bestimmten Folgen rechnen. Das ist unser Grund dafür zu sagen, dieser Irrweg sollte beendet werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.